Hüb Stevens schaut ganz genau hin. Wie sind die Nationalspieler drauf nach ihrer Rückkehr? Jones und Hüntelaar laufen vorne weg, aber wo ist Fafan? Der kommt erst heute um 18 Uhr und dann wissen wir, wie er die Reisestrapaze nehmen müsste. Ich gehe davon aus, dass er fit ist, hat zweimal 90 Minuten gespielt, aber erfolgreich. Und bei Jermaine war es so, dass er heute Morgen ganz früh gelandet ist und er war all frühzeitig auf der Verein und hat ganz normal mittrainiert. Nach der Einheit sagte Jermaine uns, er sei sehr, sehr müde. Aber wenn das müde ist, wie geht denn dann wach? Trotzdem muss der US-Nationalspieler natürlich den Jetlag überwinden. Es geht etwas einfacher, hierher zu kommen, dann dahin zu gehen. Ich erwarte da keine Probleme. Außerdem gab es für Jermaine noch einen richtig schönen Termin. Steffi Jones war zu Besuch auf Schalke, weder verwandt noch verschwägert, aber trotzdem seit Kindesbeinen so etwas wie seine große Schwester. Thema war: Geh deinen Weg. Integration ist das Motto des dritten Spieltages. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass viele Nationen da auf engstem Raum zusammenarbeiten, zusammenleben. Und das klappt eigentlich seit Jahren im Fußball sehr, sehr gut. Die Nationalspieler in ganz unterschiedlicher Stimmung. Julian Draxler gut drauf, Christian Fuchs eher weniger. Der Frust von Dienstag sitzt tief. Die unglückliche Niederlage gegen Deutschland nach auch persönlich starker Leistung ist das eine Erkältung der andere Grund, nicht so zu strahlen wie gewohnt. Und Hüb ist noch weit entfernt von einer Entscheidung zum Thema Aufstellung. Ich habe die selbst auch noch nicht getroffen, weil das sind doch Jungs, die was leicht angeschlagen sind, so wie Fuchs, Pucki, Chippy kann sowieso nicht spielen. Wenn du dann über die Offensivere sprichst, Uschi hat sich eine fixe Erkältung zugezogen, Klaas-Jan hat eine leichte Erkältung. Das sind alle Sachen, die nimmst du mit in einer Entscheidung, wie wir dann auch auflaufen werden. Du musst dann doch bis das letzte Moment warten. Eins ist sicher, wir werden beste Bekannte wiedersehen in Fürth. Gerald Asamoah. Und natürlich auch Mike Büskens. Beide für immer Schalker Helden. Die Ecke kommt. Und Mike Büskens! Hat sich Eurofighter Bujo was abgeguckt von Hüb? Er soll sich auch etwas abgeguckt haben von anderen Trainern. Aber es ist natürlich immer so, dass du etwas mitnimmst von einem Trainer, wo du mitgearbeitet hast. Aber du musst ganz nah an dich selbst bleiben. Und das weiß Mike auch und das tut er auch. Und ich kann nur sagen, unheimlich viel Erfolg, nur Samstag nicht. Und Asa, der träumt davon, das 2:1 zu schießen in letzter Minute. Aber er hat nicht gesagt, für wen.